Aufgabe A 2.2. Gegeben sei die Funktion f mit f von x gleich Sinus Pi mal x, und zwar in den Grenzen x zwischen 0 und 1 jeweils einschließlich. Der Graph von f begrenzt mit der x-Achse eine Fläche mit Inhalt A. Berechnen Sie A exakt. Das heißt also, hier dürfen wir keinen GTR verwenden. Der Graph einer ganzrationalen Funktion g zweiten Grades schneidet die x-Achse bei x gleich 0 und x gleich 1 und schließt mit der x-Achse eine Fläche ein, deren Inhalt halb so groß wie a ist. Ermitteln Sie eine Funktionsgleichung von g. Hierfür bekommen Sie insgesamt 4 Verrechnungspunkte. Lösung zur Aufgabe a 2.2. Zunächst war hier der Flächeninhalt also gefragt, und obwohl wir in dem Fall exakt berechnen müssen, also keinen GTR verwenden dürfen, kann ich mal hier mir eine Skizze des Verlaufs dieser Funktion f von x darstellen. Das kann man ja durchaus mit dem GTR machen, um sich eine Anschauung hier zu bilden, wie das Ganze aussieht. Und es soll also der Flächeninhalt hier unterhalb der Kurve exakt ermittelt werden. Nun, wenn wir im Bereich 0 bis 1 diese Fläche zu ermitteln haben, dann müssen wir eben das Integral von 0 bis 1 hier bilden. Wir können an der Stelle auf die Betragsstriche hier verzichten, weil wir bereits sehen, dass diese Fläche wohl oberhalb der x-Achse liegt. Wir können uns das Ganze auch logisch überlegen, dass, wenn wir eben 0 bzw. 1 für x hier einsetzen, haben wir Sinus von 0 bzw. Sinus von Pi und alle Werte dazwischen sozusagen. Und Sinus von 0 ist 0, Sinus von Pi ist auch 0 und die Werte dazwischen sind einfach alles positive Werte. So können wir uns veranschaulichen, dass die Sinusfunktion in diesem Bereich bzw. diese Funktion hier in diesem Bereich oberhalb der x-Achse liegt und wir hier auf die Betragsstriche verzichten können. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen das Integral bilden von dieser Funktion, sprich wir müssen eine Stammfunktion suchen. Sinus aufgeleitet gibt bekanntlich Minus Cosinus, das ist das, was ich Ihnen hier hingeschrieben habe. Das Argument bleibt zunächst mal unverändert, also Minus Cosinus von Px. Und da wir hier eine verkettete Funktion haben, müssen wir sozusagen die Kettenregel rückwärts noch anwenden. Also durch die erste Ableitung dieser inneren Funktion müssen wir nochmal teilen. Die erste Ableitung von Pi von x ist nichts anderes als Pi. Wir müssen also nochmal durch Pi teilen. Und das habe ich Ihnen in der Form 1 durch Pi mal Minus Cosinus Px hingeschrieben. Das ist also hier eine Stammfunktion, die in den Grenzen 0 bis 1 auszuwerten ist. Wir müssen also bekanntlich den oberen Wert zuerst einsetzen, dann den unteren Wert einsetzen und dann beides voneinander abziehen, um letztendlich diesen Flächeninhalt hier zu bekommen. Gut, wir setzen den oberen Wert ein. Wir haben also hier Cosinus von Pi mal 1, das ist Cosinus von Pi, so wie hier hingeschrieben, mit dem Minus 1 durch Pi vorne dran. Wir setzen die 0 ein, dann haben wir hier Minus 1 durch Pi mal Cosinus 0 und wir haben beides hier voneinander abzuziehen. Jetzt überlegen wir uns, Cosinus Pi ist nichts anderes als Minus 1, das können Sie ja in der Formelsammlung nachschlagen, sodass hier das Minus 1 durch Pi zu Plus 1 durch Pi hier an dieser Stelle wird. Dann kommt hier das Minus. Cosinus von 0 ist bekanntlich 1. Auch das können Sie in der Formelsammlung nachschlagen, sodass hier Minus 1 durch Pi in der Klammer stehen bleibt. Somit haben wir diesen Ausdruck. 1 durch Pi minus minus 1 durch Pi ist 1 durch Pi plus 1 durch Pi, also 2 durch Pi. Und damit steht der gesuchte Flächeninhalt schon fest. Er ist nämlich exakt 2 durch Pi Flächeneinheiten. Im nächsten Schritt ermitteln wir die gesuchte Funktionsgleichung für g. Hier hatten wir die Vorgabe, dass es sich um eine ganzrationale Funktion zweiten Grades handelt. Und hier können wir einfach mal den Funktionsterm ja schon mal aufschreiben. Ganz allgemein
g von x gleich ax² plus bx plus c. Wir wissen von dieser Funktion, dass sie die x-Achse bei x gleich 0 und bei x gleich 1 schneidet. Das bedeutet, dass wenn wir x gleich 0 oder x gleich 1 einsetzen, dann bekommen wir eben 0 heraus. Das sind also nichts anderes als die Nullstellen. Es gilt also g von 0 gleich 0 und g von 1 gleich 0. Wenn wir jetzt g von 0 hier bilden, das heißt, wir setzen hier überall 0 ein, ja, dann bleibt nichts anderes als c übrig. Das heißt, c gleich 0. Aus dieser Funktionsgleichung oder aus dieser Bedingung g von 0 gleich 0 erhalten wir sofort, dass c gleich 0 ist. Als nächstes setzen wir die 1 für x ein, dann erhalten wir a mal 1 plus b mal 1 plus c und c war ja 0. Das heißt, wir haben a plus b gleich 0. Aus der Bedingung g1 gleich 0 erhalten wir also diese erste Gleichung a plus b gleich 0. Um jetzt a und b hier konkret bestimmen zu können, brauchen wir natürlich noch eine zweite Gleichung und diese entnehmen wir dem Aufgabentext. Hier in der Aufgabe war nämlich angegeben, dass der Graph unserer Funktion mit der x-Achse eine Fläche einschließt, deren Inhalt halb so groß wie a ist. Wir können also jetzt den Flächeninhalt zwischen den Werten x gleich 0 und x gleich 1 unserer ganz rationalen Funktion mal rein formal bestimmen, indem wir eben das Integral bilden von 0 bis 1 ax² plus bx, eigentlich noch plus c, aber bei c hat man ja festgestellt, dass dieses gleich 0 ist. Wir bilden hier also zunächst mal die Stammfunktion und erhalten hier 1 Drittel a x hoch 3 plus 1 halb bx² und haben das in den Grenzen 0 und 1 auszuwerten. Zunächst mal setzen wir hier den Wert 1 ein. Hier haben wir 1 Drittel a plus 1 halb b. Das ist das, was ich Ihnen hierhin geschrieben habe. Als nächstes setzen wir die 0 hier ein, aber dann haben wir insgesamt 0. Und von diesem Ausdruck wäre 0 abzuziehen, also bleibt dieser Ausdruck hier bestehen. Wir haben also damit diese zweite Fläche, das heißt also die Fläche unter dem Graphen von g, festgestellt und das ist der Ausdruck für diese Fläche. Nun wissen wir aber aus der Aufgabenstellung, dass diese Fläche halb so groß sein soll wie a. A hatten wir im vorherigen Aufgabenteil mit 2 durch pi ermittelt. Das heißt also, diese Fläche ist nichts anderes als 1 durch Pi, eben die Hälfte. Und so kommen wir letztendlich auf diese zweite Gleichung. 1 Drittel a plus 1 halb b ist dann eben 1 durch Pi. Somit haben wir jetzt zwei Gleichungen, diese und diese, zwei Unbekannte und können dadurch das a und das b entsprechend bestimmen. Die erste Gleichung besagte a plus b gleich 0. Das heißt, das können wir umstellen nach b zum Beispiel und erhalten entsprechend b gleich minus a. Als nächstes setzen wir b gleich minus a in die zweite Gleichung ein und bekommen dann dadurch 1 Drittel a minus 1 halb a. Wenn wir das zusammenrechnen, erhalten wir minus 1 Sechstel a und das ist dann gleich 1 durch pi. Einmal das Ganze nach a aufgelöst, wir erhalten den Wert minus 6 durch pi und entsprechend, weil b gleich minus a ist, dann ist eben b gleich 6 durch pi. Damit haben wir alle Angaben komplett in unserem Funktionsterm. Wir haben das a, wir haben das b und das c. Das a ist minus 6 durch pi, b ist 6 durch pi und c war 0. Und somit können wir den Funktionsterm jetzt angeben und er lautet g von x gleich minus 6 durch pi x² plus 6 durch pi x.